So, Animal Crossing, New Horizons. Habe ich überhaupt, funktioniert alles vom Ton her? Ich glaube schon, ne? So, muss man ja immer wieder gucken. Puh, ja, heute spielen wir das Spiel weiter. Ja. Hab schon Lust drauf, das zu spielen. Also letztes Mal haben wir echt viel gemacht und wir haben sogar jetzt echt früh. Ich habe jetzt hier 16.46 Uhr auf der Uhr. Ja, das ist ganz gut. Eigentlich. Oh, morgen erst? Hä? Okay, ja, keine Ahnung, ob ich mit der rede. Weiß ich noch nicht. Ah, Moment. Muss du was aufschreiben? So. Haben wir's. Oh, und unser Haus wurde verschönert. Oder verändert. Ob das jetzt schön ist. Oh, die Bäume. So, Flora. Probleme, Professor Dr. B. Gestern habe ich überlegt, wie ich schneller Popstar werde. Aber mir ist nichts eingefallen. Klar, tanzen, üben, singen, lernen, voll Lahm. Davon werde ich jetzt auch nicht berühmt. Bleibe dran, Flora. Hm. Und die Bank? Stimmt, wir haben ja einen neuen Monat. Ja, deswegen. Hab schon ganz vergessen, dass wir einen neuen Monat haben. Naja, also wie gesagt, gestern war 1. April. Oh, und wir haben nicht mehr viel Platz für unsere Briefe. Steht da überhaupt immer was anderes Ding? Zu Captain kann ich nicht befördert, aber hier hast du ein Geschenk. Man sieht sich wahrscheinlich am Strand. Gulliver. Oh, Tatsache. Dann lassen wir das mal drin. Aber Akademie können wir zum Beispiel rausschmeißen. Wegwerfen. Kann ich nicht mehrere wegwerfen oder so? Ja. Kann die eigentlich mal direkt wegwerfen jedes Mal. So. Blub, 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 blub. Oh, stimmt. Und die Eier gibt es ja auch noch bis Sonntag. Aber Leute, wir haben es bald. Also morgen würde ich halt nicht streamen, Animal Crossing. Und übermorgen auch nicht. Komm, dann gehen wir doch trotzdem nochmal zu Philippa rein. Und dann, ja, mal sehen, ne? Hallo. Aber schön, dass du sauber machst vorher. Ja, mal, ist so cool, dass du reinschneidest. War eine taffe Entscheidung, aber ich werde echt gehen. Ich werde bestimmt heute noch drüber brüten, wenn du neulich nicht unter die Arme gegriffen hättest. Puh, jetzt geht mir auf den letzten Meter das Pokerfest flöten, aber ja, ich werde dich vermissen. Okay, tschüss. Man sieht sich nie wieder. Hoffentlich. Oder du gehst irgendwie auf der Insel von einem Bekannten von mir. Wenn ich mal wieder mit jemandem online spielen sollte. Oder nicht online, generell tausche. Kann man ja mal wieder... Oder ich kann es mal... Oh, die Blüten sind wieder da. Die Kirschblüten. Cool. Die können wir ordentlich wieder sammeln. Falls es irgendwas gibt. Und ja. So, ich habe ein bisschen zu berichten. Nämlich, ich habe zwei Sachen geholt. Philippa geht... Oh ja, neues. Oh ja. Weil Philippa ist bis, irgendwie nur noch auf die Nerven gegangen. Ja, weiß ich nicht. Die hat halt der Insel nicht viel beigetragen. Und deswegen schmeiße ich die raus. Willst du die haben? Dann kannst du gerne mal die Tage vorbeikommen und dann mit mir zocken. Und dann, wenn dann der nächste geht, könnte sie ja kommen. Vielleicht. Nein, die nervte nur noch. Nur noch am Nerven. Ich habe mir gestern Paper Mario Color Splash geholt. Für 10 Euro. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich so um die 25 bezahle. Philippa. Ja. Die hat nur genervt. Das Haus sah auch nicht toll aus. Ich bin froh, dass die weg ist. Ich habe schon öfters gesagt, wenn die irgendwann sagt, ja, sie will gehen, dann lassen wir sie gehen. Nee, ich habe das Spiel jedenfalls zurückgekriegt. Und das werden wir, wenn ich hoffe, dass das nächste Woche kommt, weil dann würde ich das im Laufe der nächsten Woche auch spielen, solange ich Paper Mario Sticker Stars durch habe. Wenn nicht, dann werde ich halt, ja, wenn wir erstmal was anderes machen. Ich nehme mir keine komischen Vögel. Ja, wieso trauerst du ihr hinterher? Kommt aber laut. Oh. Tja. Dann hast du halt Pech gehabt, Biene. Ja, und sonst, ich habe noch eine Serie bekommen für einen guten Preis, fürs Arrowverse. Ich habe auch gestern wieder angefangen, Arrow zu gucken.
Und ja, ich bin gerade eher im DC-Fieber. Aber mit meinem kleinen Bruder gucke ich immer noch die Marvel-Sachen. Wir sind halt bei Agent of S.H.I.E.L.D. gerade. Wir haben heute Thor 2 zu Ende geguckt. Beziehungsweise eher. Ich habe nebenbei am PC was gemacht. Bei dem Film finde ich jetzt auch nicht gerade so grandios. Ja, und die neue Folge Falcon and the Winter Soldier habe ich natürlich auch gesehen. Das muss sein. Piu! Ja. Aber sonst? Irgendwas Schönes gemacht die Tage. Oder gestern eigentlich. Wir haben uns ja vorgestern, glaube ich, gesehen. Ich glaube, ich habe vorgestern zuletzt gestreamt, oder? Ich glaube schon, ne? Für diesen Monat gibt's kein Update, ne? Könnte ja für nächsten Monat das ein neues Update geben. Für Mai. Oh, Mai wird so eine lustige Zeit. In Anführungsstrichen. Ach ja. Mhm. Es sind aber viele Eier. Bleiben die auch liegen, die Eier, oder? Nee, oder? Schupp. Ich habe übrigens letztes Mal was vergessen, was ich machen wollte. Und zwar habe ich leider nicht das Haus verschoben. Ich habe ja gesagt, ich werde das Haus vom anderen Bass verschieben. Das habe ich vergessen. Deswegen müssen wir das heute höchstwahrscheinlich machen. Ah, ich guck mal. Wie ich schon sagte, wir werden nachdem wir Animal Crossing heute gespielt haben, höchstwahrscheinlich Little Nightmares spielen. Je nachdem, wie viele Leute hier sind. Oder wir spielen irgendwo was anderes. Aber Little Nightmares wäre eigentlich das Gute. Weil morgen kommt auch zu das Video raus. Das wäre dann passend. Und ja. Ach so, und was ich doch zu melden habe. Das Jahr des Mario ist vorbei. Ich schätze mal, als nächstes kommt da das Jahr zu Zelda. Und wir können halt nicht mehr. Wie heißt das Spiel hier? Super Mario 35. Super Mario Bros. 35 spielen. Genau. Das ist leider ab. Seit gestern ist das nicht mehr verfügbar. Was sehr, sehr schade ist. Also da verstehe ich Nintendo wirklich nicht. Die haben auf Instagram so einen Post gehabt mit ja, danke schön, dass ihr daran beteiligt wart hier an dem Mario-Jahr. Ne? Nur... Ja, keine Ahnung, wie sich das jetzt auch entwickeln tut. Worauf ich da einfach hinaus wollte, ist, dass jetzt halt diese ganzen Mario-Sachen halt nicht mehr da sind und Nintendo im Prinzip da auch nichts mehr dran reißt. Ich sag mal, sowas wie hier dieses Spiel mit den... was war das? Seilhüpfen. Es gab so ein Seilhüpfspiel im Nintendo eShop. Ja, das gibt's auch nicht. Also wird Mario endlich in Rente geschickt? Im Prinzip schon, ja. Wenn man den Memes vertraut, ja. Was haben wir? Kakasamba. Ein Fragezeichenblock. Ein Zielfall. Ein Schwebeblock. Und noch ein normaler Block. So, der Schwebeblock kommt hier hin. Und die anderen Sachen, die kommen dort anders hin. Also momentan macht man sich sehr viel darüber lustig, weil nach... Also so wie das echt aus... Also es sieht wirklich so aus, als würde Nintendo jetzt sagen, ja, jetzt machen wir nichts mehr für Mario. Wann soll nochmal hier Mario Golf kommen? Soll das nicht hier irgendwie im Mai auch kommen? Weiß es gar nicht mehr. So, was haben wir Schönes bekommen? Kirschblütenbonsai. Ach, den hatte ich noch nicht. Okay. Ja. Jetzt muss ich überlegen. Also im Prinzip würde ich... Ja, ich wollte das ja eigentlich zumachen, aber ich hätte da gerne Bäume hingepackt, damit das ein bisschen höher wirkt. Da kann ich ja mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was Schönes hinmachen.
Und dass man halt nur von da rechts oben hier runterkommt. Da muss ich noch überlegen. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Wasser so funktioniert. Deswegen. Ja, also auf jeden Fall. Ach, guck mal, der steht auch so erhöht. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Nee, ich frage mich jetzt aber auch wirklich, ob die irgendwas im Bereich Zelda machen. Also ich habe wirklich gedacht, dass die gestern eventuell irgendwas angekündigt hätten, um zu sagen, ja, Mario ist vorbei. Und deswegen... Komm her. Nein, scheiße. Und deswegen machen wir jetzt das nächste. Aber nö, kam nicht. Kam nicht. So. Können ja hier hinten auch Bäume machen. Theoretisch. So. Oh. Ich dachte, der wäre auf dem Boden. Scheiße. Okay. Nicht schlimm. Ja. Mhm. Ja, das ist doch ganz gut. Ich glaube, am 1. April traut sich niemand was Serious anzukündigen. Ja, weißt du, was Schönes angekündigt wurde? Es wurden angekündigt, beziehungsweise eigentlich eher von den Machern, dass mehrere DC-Filme eingestampft wurden von Warner Brothers. Haben wir ja drüber geredet noch, ne? Ja, die Warner Brothers hat gesagt, nö, so ein paar Filme machen wir weg. Zum Beispiel sollte James Wong, macht ja einen Aquaman-Film. Also der macht generell die Aquaman-Filme. Und der wollte, also der nächste, der soll eher in dem Horrorbereich angesiedelt sein. Und dazu sollte passend ein Film über die Trench kommen. Das sind so, also in Aquaman geht es halt darum, dass halt auch über Atlantis und dass halt Atlantis überflutet wurde, wie man es kennt, und die Menschen sich halt angepasst haben. Da gibt es halt Menschen, und die haben sich halt entwickelt für das Unterwasser. Und Menschen können halt unter Wasser atmen, also eigentlich können alle unter Wasser atmen, aber es gibt halt welche, die sehen aus wie Menschen, und es gibt aber auch welche, die sehen zum Beispiel aus wie Krebse, und es gibt welche, und das sind die Trench, die sehen halt aus wie so Fische. Wie so richtig, ja weiß ich nicht, so richtig gruselige Fische. Und die sollten dann, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, und die sollten einen Spin-off-Film bekommen. Der wurde eingestampft, und dann wurde noch der Film New Gods eingestampft. Ja, und das ist leider kein April-Scherz. Weil die Sachen, die sahen sehr vielversprechend aus und waren noch recht unabhängig. Bedeutet, man hätte die auch egal in welches Universum packen können. Das sage ich schon, Spielen wird nicht entfernt, das bleibt. Ja, das meine ich ja. Ich meine, das blieb ja auch, aber hier das Mario-Spiel, das wurde ja gekippt. Und ich habe gedacht, dass das eventuell wie das Salzspring-Spiel passiert. Also das, dass sie dann so sagen, ja, okay, das war ja doch ganz beliebt, dann, ne? Dann veröffentlichen wir das halt weiterhin. Also ich fände es schon cool, wenn die Super Mario 35, Super Mario Bros. 35 halt nochmal irgendwie rausbringen. Also auf jeden Fall freue ich mich, wenn die sowas mit Zelda noch machen. Auch wenn ich Zelda 1 überhaupt nicht mag zu spielen. Aber ja, fände ich eigentlich ganz nett, wenn man sowas machen würde. Aber ja. Du hast ja wieder den Kack an. Oh. Naja. Ach ja. Aber sonst war gestern, glaube ich, gar nichts so Wichtiges, oder? Oh, der Robert ist krank. Ich hatte schon lange keinen mehr gehabt, der krank war. Das müssen wir uns merken. Bis in 2 Wochen Quarantäne ihn schicken, ne? Ha. Ja, sonst, ich weiß nicht. Also die meisten April-Scherze gestern, die waren... Also letztes Jahr war es irgendwie lustiger. Da war ja auch dieser Minecraft-April-Scherz. Holzschild?
Ja, weiß ich schon. Das ist so eines der ersten Sachen, die man bekommt, oder nicht? Egal. Ja, und sonst die ganzen Sachen, da sah man halt, dass das Aprilscherze waren. Zum Beispiel die Macher wie heißen die hier? Little Nightmares, die haben entweder ein DLC oder ein Spiel angekündigt, wo du halt am Kochen bist. Im Stil von Little Nightmares. Was eigentlich ganz lustig aussah, aber. Und Yooka-Laylee haben auch, weiß ich nicht, die von Playtonic, die haben einfach nur geschrieben, ja, dass Laylee aus dem nächsten Spiel gestrichen wird. Ja, klar. Wie einfallsreich. Was für ein einfallsreicher April-Scherz. Aber wo mich sowas aufregt, ist halt bei so Nachrichtensachen. Wenn man so richtig Hoffnung weckt und sowas. Wie das, was Pepsi gestern auf Discord gepackt hat. Also das hat mich auch aufgeregt. Weil der Tag wäre eigentlich gut gewesen und so. Und Endtower hat auch, ich glaube, 3 April-Scherze gemacht oder sowas. Nee, wie hab ich geschrieben zu einem, mir geht es eigentlich gar nicht darum, über diese Scherze, sondern mir geht es halt darum, dass das halt, dass das dieses Erwartungswecken bei Leuten ist und man im Prinzip Leute damit enttäuscht. Und ich finde das halt, also ich mag das überhaupt nicht. Achso. So, gucken wir uns das doch mal an. Diese schlichte Tasche wirkt als Werk eines sturen Handwerkers alter Schule, ganz auf Funktion beachtet. Klingt nach Hasso. Klingt nach Hasso. Sturer Handwerker. Naja. Ist bestimmt eh nur ein Ei. Hallo? Maus. Ah. Oh, das war knapp. Ne, ja, Barsch. Ist okay. Naja, anderes Thema. Bei mir gab es gestern zu essen. Ei, 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 ja. Bei mir gab es gestern Kartoffeln und Kohlrabi zu essen. Die waren ganz lecker. Natascha. Bruchsteinwand. So eine Tapete dann bestimmt, ne? Und dazu habe ich mir so Veggie-Schnitzel gemacht mit Käsefüllung. Ich esse die so gern von der Marke. Ja, schade. Ich hätte ja mehr so Steinsachen gerne, die ich so dekorieren kann. Einer meiner Brüder, der hat hier auch noch einen Stein zur Dekoration. Da muss ich den mal fragen, ob er mir welche herstellen kann. Oder irgendwas halt machen. Auf jeden Fall schön. Ach nee, lassen wir mal liegen. Was machst du denn hier vorne? Hab ich ja noch nie jemanden gesehen. Gehört das dir? Die sagen ja dann meist, wem das gehört. Ich glaube, Hasso hatte irgendwas gesucht. Ich sagte, das ist perfekt für Hasso. Aber der war nicht im Haus, glaube ich. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Hui. Deswegen würde ich gleich mal den suchen gehen. Aber ich meine, ich hätte ihn noch nicht gesehen. Hat ihn jemand schon gesehen? Das ist bestimmt irgendwie ein Museum oder sowas. Das wäre nicht so schön. Ach nö. Ah nee, das Essen war gestern lecker. Und heute gibt's mit meiner Familie Raclette. Muss mal gucken, ob mein Käse noch gut ist. Ich habe so geriebenen Käse. Der ist aber schon so ein bisschen ja, länger auf den. Den habe ich diese Woche halt aufgemacht. Wäre das cool, wenn ich den benutze, weil die benutzen meist Gouda. Ich bin hier, ich esse zwar schon Gouda, aber ich bin halt eher so dieser würzige Käseesser. Deswegen. Aber nicht zu würzig. Weil so alten Gouda mag ich gar nicht. Nee. Wenn er schon so richtig durchgereift ist. Bah.
Hallöle. Nein, hier ist nichts. Ja, gut, dann gehen wir mal ganz kurz ins Museum, bringen die Sachen dort weg und dann würde ich ins Haus gehen und dann die ganzen Sachen machen. Wir müssen noch Bäume schlagen auf jeden Fall, wegen Obst und sowas. Oh ja. Ja, ich möchte Fossilien analysieren. Wie viele haben wir eigentlich? Haben wir 6? Jo, wir haben alle gefunden. Schön. Bitteschön. Ja. Alles klar, Eugen. Dankeschön. Nein, passt schon. So. Ja. Nö, auf jeden Fall sonst. Also eigentlich habe ich gestern einen recht ruhigen Tag gemacht. Ich habe am PC ein bisschen gearbeitet, an einem Video. Das habe ich noch gemacht. Was sonst? Und ein bisschen länger gepennt. Ja, das kann man ja auch mal machen, ne? So, ich packe jetzt die Lieder immer ins Lager, weil ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Also, die kommen ja eigentlich an die Wand, aber wenn ich welche doppelt habe wieder, dann bringt mir das halt nicht viel. Deswegen, wir müssen die irgendwann dann wieder sortieren. Welche wir noch nicht haben, welche wir schon haben und sowas. Ja. Wir müssten aber generell mal wieder für das Haus gucken, ob wir mal weiter dekorieren. Besonders die Küche, die müsste noch ein bisschen angepasst werden. Und... So. Wie sieht die Küche eigentlich aus? Ja, da müssen wir ja noch die anderen Zimmer machen. Was kann man denn noch für... Schlafzimmer brauchen wir noch auf jeden Fall. Bist du doch in den CD-Player? Nö. Kann man die da überhaupt wieder rauspacken aus dem CD-Player? Die Küche sieht so meh aus, ne? Ich hab die eigentlich nur zugekleistert. Da gibt's ja noch so Erweiterung für die Küche. Da hoffe ich so sehr drauf, dass ich da noch was krieg. Nö. Ja, pff. Dann mache ich das doch nicht. Bin ich denn blöd? Die müssen an die Wand kommen. Da. Alle meine Sammelstücke. So. Die doppelten packe ich in den CD-Player. So. Da ist mein Goldraum. So einen Goldraum packe ich, glaube ich, ins andere Haus rein. Ja. Goldraum. Ja. Stimmt, mit dem anderen Profil könnte ich auch mal was machen. Der hat, glaube ich, auch so einen komischen Stein. Der hat so einen Flachgartenstein. So, rechts müsste noch mein Horrorraum sein. Ja, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. So, gehen wir erstmal hoch. Kann die wieder rausholen. Also hat mich der Herr Neues angelogen. Das ist nicht gut, Neues. Man lügt nicht. Ich guck mal nach. Ja, und oben könnte man ja ein Musikzimmer rausmachen. Da könnte man ja alle Platten dran machen und so ein paar Musikinstrumente oder so. Wie? Indem man X drückt. Da unten steht entfernen. KK Haus. Entfernt. So. Und da ist das Lied. Gibt es eine Option? Ja, habe ich ja gerade gezeigt. Tja, und schon wieder was dazugelernt. Och, ach, wow. Ja, da kannst du mal sehen, ne? Okay. Dann brauchen wir Obst. Wir brauchen noch was. Und wir brauchen noch was.
Bevor ich das vergiss. Nein. So, wir brauchen nämlich immer davon eins. Und ich glaube, wir brauchen nur noch eine andere Sache. Wo ist die? Da. Okay. Denn jetzt stellen wir noch Medizin her. Ja. Ich glaube, der geradeaus würde ich das Schlafzimmer reinmachen. Obwohl, so ein Arbeitszimmer wäre auch cool. Vielleicht mache ich oben ein Arbeitszimmer rein. Das finde ich ganz cool. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. So mein YouTube-Studio und sowas. Das wäre eine Idee. Ich glaube, das mache ich. Also so ein eigenes YouTube-Studio, so wie ich es gerne hätte. Nicht so, wie es ist. Ich habe kein YouTube-Studio. Ich hätte aber gerne sowas. Irgendwann, Leute. Irgendwann. So, drei. Ihr kommt alle mit. Lauf schön über meine Felder. Ich weiß den Namen noch nicht mal. Michelle oder so heißt die? Ich habe keine Ahnung. Gar nicht so viel zu erzählen, ist irgendwie nichts los heute. Müde. Und ich muss noch Videos schneiden. Nee, wir können ja mal ganz kurz, ich kann euch was anderes sagen. Ich glaube, da werdet euch drüber freuen, denn das Spiel, was morgen eventuell gespielt wird, ich bin am Überlegen. Damit auch die Leute hier dann da sind. Deswegen sage ich das jetzt. Ich werde überlegen, ob wir den zweiten Teil von Suicide Guy spielen. Dass ich dann gucke, dass wir spätestens um 16 Uhr anfangen mit dem Stream. Also frühestens, frühestens, egal. Also am liebsten würde ich so um 14, 15 Uhr anfangen mit dem Stream. Und dann halt Suicide Guy 2 spielen. Endlich ein Teil 2. Oh ja. Weil mir fehlt ja noch irgendwie ein Third-Party-Spiel und ja. Ach so. Und wenn ich Glück habe, ich weiß, das wird jetzt die meisten nicht interessieren, aber ich glaube, das würde unser nächstes Langzeitprojekt, also es könnte unser nächstes Langzeitprojekt werden. Genau, also ich will die Tage auf jeden Fall noch versuchen, ob wir Lego Batman spielen können. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ja, wieder was zum Schlafen. So habe ich das nicht gemeint. da kann man sich gut unterhalten. Ja, ist doch schön. Genau, ich würde Lego Batman gerne ausprobieren, ob das halt doch funktioniert. Das würde ich dann im Stream ausprobieren. Und wenn nicht, wenn ich ganz viel Glück habe, könnte ich Lego der Hobbit bekommen. Und dieses Spiel möchte ich schon ewig haben. Und das würde dann halt eines der nächsten Projekte werden. Würde dann in die Richtung Lego der Herr der Ringe schlagen. Nur endlich mal in HD. Ah, oh, dass ich direkt zwei mitgenommen habe. Die Sache ist nur, die hätte ich mir auch hier direkt nehmen können. Ach, ich hatte sogar drei. Ja, schön. Ja, also ich habe auf der Switch noch einige Spiele, die wir noch gar nicht gespielt haben, beziehungsweise die ich auch noch gar nicht gespielt habe. Darunter ist halt abgesehen von Suicide Guy 2, Octodad könnten wir mal spielen, aber da würde ich gerne ein paar mehr haben. Limbo. Dann das The Walking Dead Telltale Game. Ich weiß nicht, Shelter habe ich da noch, das ist auch so ein komisches Spiel. Das ist sowas wie, ich weiß nicht, kennt ihr Fallout Shelter? So ähnlich ist das halt, nur in realistischer anscheinend. Fallout Shelter ist auch geil. Kann ich auch mal wieder spielen. Was gibt's denn noch Schönes?
Weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir mal Yooka-Laylee weiterspielen? Hätte ich jetzt fast den in Anführungsstrichen zweiten Teil gekriegt für die Switch. Für einen guten Preis, aber habe ich gedacht, das lohnt sich aktuell gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe so viele Spiele. Also auf der Switch habe ich eigentlich mehrere Sachen. Die Sache ist nur, ich habe die meisten nicht gespielt. Fractured Minds habe ich auch noch. Das ist so ein Spiel über die Psyche. Das habe ich geholt, weil das halt, das Geld, die Einnahmen werden komplett gespendet. Deswegen habe ich das damals mir gekauft. Ja. Sonst? Da müsste ich mal gucken. Ich müsste auch mal wieder meine Liste aktualisieren. Ich hatte ja eine Liste mit allen Spielen, die ich so habe. Aber da ist jetzt so viel wieder dazugekommen. Besonders halt eben im Bereich des Downloads. Ja, können wir mal gucken. Das sei hier unten am Fliegen. Ich sehe dich nicht. Ich hab dir nicht gesehen! Ich hab den Ballon wirklich nicht gesehen. Ist ja krass. Wir müssen auch das Drone-Game spielen. Ich habe das gerade übrigens vergessen. Aber ja, ich habe letztens irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich einfach Ju-On eingegeben habe auf YouTube. Genau, doch, habe ich eingegeben, weil es gibt noch ein, mir fehlt noch eine DVD davon für die Sammlung. Die habe ich noch nicht. Aber die, das ist der, den ich zusammengeschnitten habe, der Film. Jedenfalls, dann habe ich halt gesehen, dass da ganz viele Leute halt das Spiel eingestellt haben für die Wii. Und dann ist mir so eingefallen, ach ja, stimmt, das habe ich ja auch. Das habe ich damals im Wahn gekauft. Ja, und dann nie gespielt. Ich muss auch sagen, ich glaube, Paper Mario ist wirklich auch das erste Spiel, was ich seit langer Zeit gekauft habe. Und auch viel Spiele. Ich glaube, das letzte war hier Animal Crossing, oder? Oder haben wir irgendwie letztes Jahr was Neues? Ach stimmt, Super Mario 3D World. Super Mario 3D Collection gab es auch noch. Und Hyrule Warriors. Okay, ich habe nichts gesagt. Obwohl, das war das erste Spiel dieses Jahr, was ich mir gekauft habe und gespielt habe. Weil letztes Jahr habe ich echt viele Lego-Spiele für die Wii U gekauft, aber die habe ich alle noch nicht gespielt, weil ich die irgendwann im Stream spielen möchte. Boah, hab ich mich erschreckt. Das ist Musik. So, was haben wir denn da drin? Sicherungskasten? Wie sieht der aus? Ah, okay, das ist so einer für die Wand. Ich habe gehofft, das wäre sowas, was auf der Straße auch rumsteht. Aber nö. Guck mal, wir können mal ein bisschen Bambus wieder farmen. Das habe ich schon ewig nicht gemacht. Besonders jetzt ist ja Frühlingsbambus da. Das habe ich nicht so viel. Eine Rarität. Puh. Ja, generell habe ich noch einiges zu spielen. Ich möchte auch bald vielleicht mal die 2D Mario Jump'n'Run spielen. Beziehungsweise halt die New Super Mario Bros. Teile. Weil Mario World möchte ich nicht so gerne spielen oder halt auch generell die anderen, weil Mario World würde ich gerne mit dem Herrn Neues vielleicht spielen. Ah. Und bei den anderen ist halt, ja, die würde ich vielleicht mal irgendwann machen. Ach, stimmt, ich hatte mal eine Idee gehabt, genau. Dazu habe ich mal eine Idee gehabt, was wir darüber machen könnten. Aber da weiß ich noch nicht, wie diese Idee anschlagen könnte. Naja. Puh. Ist noch so hell in dem Spiel, aber draußen ist auch noch hell. Heute ist auch mal endlich wieder so ein Wetter, wo es ein bisschen kühler ist. Gestern war es ja so warm und vorgestern. Ja. Ah, wir haben noch genug Platz. Schön. Möchte er das auch? Weiß ich nicht. Er muss.
bestimmte Verpflichtungen. Die muss man erfüllen. Ja. Emotes sagt mir schon alles. Was ist das überhaupt für ein Emote? Ich muss da immer wie heißt der hier? Oh. Heißt der Edward Laser? Oder weiß ich nicht mehr. Ich glaube, du weißt, wie ich meine Neues. Ich glaube, wir haben alles. Fast alles. Ne, Eduard Laser heißt der. Ach ja, stimmt, du sollst in dem Moment schreibst du es auch. Eduard Unmöglich Laser heißt der. Und hier waren keine Bäume. Ja, den muss ich mal denken bei diesem Emote. Ich weiß nicht, wer das ist dort im Original. Ach, ich will es auch gar nicht wissen. Gibt so bestimmte Sachen im Leben, die will man gar nicht wissen. Hallo. Oh. Ich weiß nicht, für was ich das brauche. Ich will verkaufen. Dann haben wir heute auch wieder ein bisschen Geld verdient. Beziehungsweise wir geben das bestimmt später wieder aus. Aber hey. Ich kann ja mal gucken, ob die heute irgendwie einen schönen Top-Ankauf haben. Dass ich ein bisschen Geld verdienen kann. Ist aber nicht viel. Okay, komisch. Nehme ich. Ich glaube, das Leuchtschild habe ich Partygelande. Sieht aber eher so weihnachtlich aus mit den Tannenbäumen, ne? Partygelande und deiner Neonschild. Das könnte ich sogar gut benutzen. So, deiner. Ich habe natürlich den Namen von dem anderen gegessen. Partygelande, ne? Ja, doch. Da, deiner Neonschild. Oh! Ich habe es nur in lila, aber lila sieht auch voll schön. Das will ich haben. Hoffentlich habe ich das noch bei mir in der Tasche. Weil ich habe einen guten Ort dafür. Party. P. Partygelande. Die habe ich schon. Her damit! Her damit! Oh, die Tasse daneben ist cool. Das ist ein Ball. Ich weiß nicht, ob ich die schon hatte. Wenn nicht, jetzt haben wir sie. Und die sieht auch recht schick aus. So, was hast du hier noch für gute Sachen? Netz habe ich genug. Kann habe ich genug. Ja, das sind leider alles Sachen, die ich nicht brauche. Ist da hier unten noch irgendwie was Interessantes? Gibt es da überhaupt was Neues? Ich glaube nicht, ne? Mit die zum Beispiel habe ich, glaube ich, schon, ne? Ah, habe ich schon. Naja. Ja, so. Tschüss. Ich bin fertig mit euch. Ha. Aber mich stört das... Dass der irgendwie keinen Weg runter direkt führt, aber... ist ja alles nur zweckdienlich, ne? Deswegen, so schlimm ist das gar nicht. So schlimm ist das alles nicht. Und was sagt der Müll? Oh, Retro-Blumentapete-Sachen gibt's.
Ich möchte shoppen. Besondere Waren. Oh. Abschlussball. Was ist das denn? Okay, keine Ahnung. Bestellen. Das sieht sogar ganz schick aus. Ich habe übrigens gesehen, die Pupskissen gab es in unterschiedlichen Farben. Das war voll traurig. Ich hätte das voll gern gehabt. Gibt's hier was Besonderes? Neues Lied? Nö. So. Ich glaube, mehr brauche ich nicht, ne? Hier irgendwas Neues? Oh, ich glaube nicht. Alles klar, Neues. Schön, dass du da warst. Und dann wünsche ich den... Aha. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Man sieht sich. Ja, hier müsste ich aber wirklich mal Sachen bestellen. Für den Spielplatz zum Beispiel. Ja, aber nicht heute. Irgendwann. Nein. Chalut.